Moin, herzlich willkommen bei Marcells EDC-Blog. Heute ein relativ bescheidenes Thema, nämlich das Thema Waffengesetzänderung. Ich weiß nicht, viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich rechtlich doch ein bisschen Peilung habe, einfach weil ich halt beruflich auch viel damit zu tun habe. Auch ich möchte gerne meinen Senf dazugeben. Und vielleicht auch noch mal zwei, drei grundlegende Sachen erklären. Wenn das interessiert, gerne dranbleiben. So, jetzt ganz zu Anfang noch. Ich werde im Nachgang vieles kundtun, wie ich das Recht definiere, wie ich dieses Recht auslege. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich bin kein Jurist und das ist hier auch keine Rechtsberatung. Und es ist auch kein Aufruf, gegen geltendes Recht zu verstoßen. Das bitte ganz zu Anfang so. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. So. Schön, dass du dabei geblieben bist. Folgendes, ich habe hier mein iPad und werde jetzt viel lesen und die entsprechenden Ausschnitte aus dem, was am iPad markiert wird, zeigen und das dann hier einblenden. Nur damit ihr Bescheid wisst, wie das hier so abläuft. Und ich möchte halt einfach grundlegende Sachen mal sagen. Also zum einen ist es so, das Land Niedersachsen hat halt einen Antrag gestellt, hier Verbot von einigen Sachen und Verschärfung des Waffenrechts. Und der Bundesrat hat dem Ganzen zugestimmt. Das heißt, jetzt geht die Geschichte zum Bundestag, also zur sogenannten Legislative. Es ist die gesetzgebende Gewalt. Deutschland besteht aus drei Gewalten. Wir haben also eine horizontale Gewaltenteilung, heißt wir haben die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Und diese drei Instanzen sind dafür da, um sich gegenseitig zu kontrollieren, damit kein sogenannter Machtmissbrauch stattfindet. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn jetzt zum Beispiel der Bundestag sagt, wir wollen dieses Gesetz haben, dann, also der verabschiedet das, und dann wird das Ganze durch die Judikative und die Legislative auch noch geprüft und die müssen, Judikative und Exekutive geprüft, und die müssen dem Ganzen auch zustimmen und dann, geht es seinen Weg. Das erstmal dazu. Also horizontale Gewaltenteilung, gegenseitige Kontrolle, um Machtmissbrauch gegenüber dem Bürger zu verhindern. Dazu muss man auch wissen, dass vorab direkt, es gibt zwei Rechtsbereiche in Deutschland, also das deutsche Recht quasi ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Zum einen das öffentliche Recht, ja, das heißt der Staat ist hier dem Bürger übergeordnet und kann durch Gesetze entsprechende Passen bestimmen. Und zum anderen gibt es das Privatrecht. Und das Privatrecht heißt, da sind also die Bürger untereinander, was da geregelt wird, die sind gleichgestellt. Das gilt übrigens auch für Wortentfallen. Also für natürliche Personen, Menschen halt so. Und für mir fällt das Wort nicht ein, Firmen und sowas, als gesetzlicher Vertreter. Also das erstmal dazu. So, jetzt hat der Bundesrat dem Ganzen zugestimmt und wir wollen uns das mal angucken. Ich habe hier den Beschluss der Drucksache 263/24 vom 14.06. Und hier Entschließung des Bundesrats Messerkriminalität wirksam bekämpfen und die Novelle des Waffenrechts zügig voranbringen. Ja, am 14. Juni wurde hier der Entschluss gefasst.
Und ja, was steht da jetzt? Zum einen die Entschließung des Bundesrats, Messerkriminalität wirksam zu bekämpfen. Der Bundesrat bedauert, dass die vom BMI angekündigte Novelle des Bundesrats des Waffenrechts sich nach mehr als einem Jahr immer noch in der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung befindet. Tja, schade. Mit der geplanten Novelle soll das unter anderem die Überprüfung der Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung von Waffenbesitzern und so weiter, SRS-Waffen, also Umgang mit SRS-Waffen, Armbrüsten, halbautomatischen Schusswaffen strenger limitiert werden. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, die weiteren Schritte der Gesetzgebungsverfahrens nunmehr zeitnah einzuleiten. Da ging es darum, dass die damals schon das Kaufen von Armbrüsten und sowas unter einen kleinen Waffenschein stellen wollten, was damals allerdings verhindert wurde. So, und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, der uns hier betrifft. Der Bundesrat stellt fest, dass Straftaten mit dem Tatmittel Messer weiterhin deutlich zunehmen. So ergibt sich aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundes für das Jahr 2023 bei Messerangriffen mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung ein Plus von rund 800 Messerangriffen gegenüber im Jahr 2022. Also, die haben sich hier zugrunde die BKA-Statistik genommen, die wir jetzt einfach mal googeln werden. BKA Kriminalstatistik 2023. So, da sind wir auch relativ schnell. So, ich habe den passenden Fokus hier gefunden. Wir sind hier also so ein bisschen in der Zusammenfassung hier von der polizeilichen Kriminalstatistik. Und hier ist genau der Passus, den der Bundesrat hier aufführt. Und zwar hier der Anstieg erneuter Gewaltkriminalität. So, das heißt, hier runterfallen Mord, Totschlag, Tötung und so weiter. Und wenn wir jetzt weiter unten gucken, haben wir hier eine entsprechende Grafik. Ja, und da sieht, dass der gefährliche und schwere Körperverletzung aktuell 72,2% sind, wo es zuvor 73,4% waren. Das heißt, es ist grundsätzlich bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung ein Negativwert festzustellen. Und hier ist der Fokus auf Gewaltdelikte mit Messerangriff. Unter Messerangriffen werden Tathandlungen gefasst, bei denen der Angreifer mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person androht, nicht nutzt, ja, nur droht und ausgeführt wird. Das bloße Mitführen eines Messers reicht hingegen für eine Erfassung als Messerangriff nicht aus. Das sollte eh klar sein. Der Anteil der Messerangriffe bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung lag im Berichtsjahr 2023 mit 8.951 Fällen bei 5,8% und 22 waren es 5,6%. 8.160 Fälle. Bei Raubdelikten 10,9% und das war 2022 11%. Wenn wir uns jetzt also hier, wie im Bundesrat auch schon gerade gesehen, diese Fälle hier angucken, ja, 8.951 sind es aktuell, also 2023 ist ja jetzt natürlich auch gerade erst erfasst worden und im Vorjahr waren es hier 8.160 Fälle.
So, summa summarum, ich bin nicht gut im Rechnen. Wir gehen das mal hoch. Ja. Das heißt, wir haben einen Anstieg von 759 Delikten ungefähr, die jetzt mehr waren. Und dabei ist aber tatsächlich nicht nur das Ausführen genannt, sondern auch das Androhen. Das heißt, sobald irgendeiner ein Messer zückt, ist es erfasst. Jetzt gehen wir nochmal rüber hier in die Kriminalstatistik. Nicht in die Kriminalstatistik, sondern in die Messerkriminalität. Und hier werden gesagt, rund 800 Messerangriffe. Wir haben 791, haben sie natürlich aufgerundet. Das erstmal dazu, ist natürlich sehr interessant. Finde ich immer wichtig, dass man auch ein bisschen gegenvergleicht. Ist das denn wirklich so? Ja, ich muss gleich allerdings aufhören, weil ich jetzt gleich mal arbeiten muss. Und da machen wir aber auch gleich weiter in der nächsten Pause. Das wird mich wahrscheinlich den ganzen Tag so ein bisschen befassen und beschäftigen. So, angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklung sind aus Sicht eines Bundesrats weitere Maßnahmen erforderlich, um die Messerkriminalität einzudämmen. Besorgniserregende Entwicklung, ja. Wir werden gleich mal gucken, ob wir mal einen Vergleichswert finden. So, das möchte ich jetzt ganz kurz mal zeigen. Und zwar, wir haben vorhin von 800 Messerangriffen geredet und das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Hier seht ihr jetzt mal Rauschgift, viele Straftaten im Zusammenhang mit Kokain und Crack. Ja? Das heißt, Rauschgiftdelikte sind nur im Jahr 2023 insgesamt um 1,8% gegenüber dem Vorjahr nur leicht gestiegen. Das heißt, wir haben ein Plus von 6.200 Fällen, 6.200 zu 800. Bei Straftaten im Zusammenhang mit Kokain und Crack hingegen handelt es sich um 29,1%. Das heißt, ein Plus von 8.322 Fällen. Meiner Ansicht nach vielleicht lieber da mal ansetzen. Könnte unter Umständen viel, viel wichtiger sein. Ja? Nur mal so nebenbei, ja. Ja, die nächste Regelung, die uns betrifft, ist Regelung eines generellen Umgangsverbots für Springmesser. Ausweitung des Führungsverbots auf Messer mit verständlicher Klinge schon ab 6 cm Klinge. Das heißt, also wir haben eine Verkürzung von 6 cm. Und Regelung eines allgemeinen Führungsverbots von Waffen im Sinne des Waffengesetzes, insbesondere in Zügen und Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie dessen baulich umschlossenen Einrichtungen, soweit die Waffen nicht in einem verschlossenen Behältnis mitgeführt werden. Und Regelung des generellen Umgangsverbots für Kampfmesser und Dolche. Das sind Sachen, die uns jetzt wirklich krass betreffen. Wir haben also das generelle Umgangsverbot für Springmesser. Nach aktueller Gesetzeslage ist es so, dass Klingen, OTF-Messer unter 4 cm frei besessen werden dürfen in Deutschland. Es handelt sich also laut BKA nicht um eine verbotene Waffe. Und seitlich rausspringende Klingen unter 8,5 cm, wenn diese nicht beidseitig geschliffen sind, sind auch frei besitzbar. Das heißt, auch hier handelt es sich nicht um eine verbotene Waffe. Für Verbot Klingenlänge schon ab 6 cm, komme ich nachher auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Falls die da nur den Paragraph 42a anpassen, wird es interessant. Und dann warte ich schon auf die ersten Präzedenzfälle.
Kommen wir zu C. C finde ich sehr interessant, weil C zeigt mir, also dieses hier, ja, dass unsere Politiker keine Ahnung vom deutschen Recht haben. Und das macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Denn wenn ich mir jetzt diese Regelung angucke, Regelung eines allgemeinen Führungsverbots von Waffen im Sinne des Waffengesetzes, insbesondere in Zügen, Fahrzeugen des öffentlichen Personenverkehrs. Jetzt muss man, und das habe ich gerade schon zu Anfang gesagt, wissen, es gibt zwei Rechtsbereiche in Deutschland. Der eine Rechtsbereich ist öffentliches Recht und der andere Rechtsbereich ist bürgerliches Recht, Zivilrecht. Wenn wir also jetzt über den Personennahverkehr sprechen, wer befördert euch denn? Ist das die Bundesregierung, die euch befördert? Nein, das sind private Unternehmen. Jetzt habe ich übrigens auch den Begriff von vorhin, den ich gesucht habe. Es geht um juristische Personen. Heißt also, wir haben hier juristische und natürliche Personen, die untereinander sind, die das regeln müssen. Und da so eine Firma, ich nehme jetzt einfach mal die Deutsche Bahn zum Beispiel, die ja für Züge innerhalb von Deutschland doch ja, ein kleines Monopol hat. Heißt aber nicht, dass es nicht grundsätzlich so ist, dass auch andere Anbieter hier ihre Züge auf die Gleise stellen dürfen. Handelt es sich um ein Privatunternehmen? Die Deutsche Bahn ist ein Privatunternehmen. Wenn also jetzt die Bundesregierung einfach die Gesetze so festlegen möchte, kann sie das nicht einfach tun. Denn das würde das Hausrecht umfassen. Und das Hausrecht setzt sich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Nuancen aus dem Recht zusammen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass nämlich das Hausrecht sich aus mehreren verschiedenen Gesetzen zusammenbaut. Da haben wir zum einen den Straftatbestand 123, Hausfriedensbruch. Da wird dann beschrieben, welche Bereiche davon umfasst werden. Ebenfalls haben wir das Mietrecht, ja, wo dann zum Beispiel gesagt wird, dass der Mieter andere Rechte hat als der Vermieter. Dann kommen da Eigentumsverhältnisse zu, das heißt, Eigentum und Besitz wird dann nochmal unterschieden und so weiter. Also das ist schon relativ umfangreich. Ebenso kommt natürlich rein der Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter. Also das Hausrecht setzt sich aus verschiedenen Nuancen zusammen. Und wenn wir diese Nuancen jetzt sehen und zusammenklamüsern, dann werden wir auf den Punkt kommen, dass, ja. So, wo war ich stehen geblieben? Hausrecht. Ja, Hausrecht ist halt komplex und ja. Dazu muss man jetzt auch wissen, wieder, dass es drei verschiedene Rechtsbereiche gibt, in denen wir uns in Deutschland bewegen. Also wirklich bewegen. Wir laufen in diesen Rechtsbereichen rum. Heißt, wir haben einmal das private Verkehrsflächen. Das sind Verkehrsflächen, welche einer Privatperson gehören und nicht frei zugänglich sind. Also die nur für einen bestimmten Personenkreis zugänglich sind. Dann haben wir öffentliche Verkehrsflächen. Das ist alles das, was den Kommunen und den Staat gehört. Sprich die Stadt an sich, die Innenstadt, die Straßen, Wege, Plätze, die unter der Kommune und dem Bund laufen, auch Autobahnen und so weiter. Ja? Und dann haben wir tatsächlich öffentliche Hausrechtsbereiche. Und tatsächlich öffentliche Verkehrsflächen, wie sie eigentlich heißen, sind dann alle diejenigen Flächen, die zum Aufenthalt für Menschen bestimmt sind, öffentlich zugänglich sind, sich aber in privater Hand befinden. Und genau um diesen Rechtsbereich, tatsächlich öffentliche Verkehrsfläche, handelt es sich im ÖPNV. Ja, das ist also ein Privatrechtsbereich. Und dieser Privatrechtsbereich ist quasi für den öffentlichen Verkehr geeignet. So, jetzt könnte man natürlich noch mal ein Stück weitergehen und sagen, ja, es ist ja trotzdem nur für einen
bestimmten Personenkreis, da nur Ticketinhaber das Ganze betreten dürfen. Aber auch hier würde ich tatsächlich sagen, nein, es ist tatsächlich öffentlicher Bereich. Also sprich, frei zugänglich, weil die Tickets werden halt nicht überall kontrolliert. Aber es befindet sich halt in privater Hand. So, und auf meinem Privatgelände kann ich natürlich meine eigenen Regeln aufstellen. Das heißt, wenn die Bundesregierung jetzt sagen würde, in Bussen, Bahnen, Zügen, öffentlicher Nahverkehr soll genau das durch. Wir haben also ein Führungsverbot von Waffen im Sinne des Waffengesetzes. Dann wäre das das Gleiche, als wenn die Bundesregierung mir verbieten würde, in meinem Garten oder in meinem Hausrechtsbereich hier, wo ich gerade bin, ein Messer zu besitzen oder zu führen. Wäre also genau das Gleiche. Was müsste also jetzt passieren, damit das durchkommt? Ja? Alleine die Tatsache, dass sie das anstreben, ist für mich absolut unverständlich, weil, wie gesagt, es handelt sich halt um zwei komplett verschiedene Rechtsbereiche. Das eine ist öffentliches Recht, das ist das Waffenrecht. Ja. Auf der anderen Seite haben wir das Privatrecht, das Zivilrecht, wo dann der Hausrechts reingreifen würde. Was würde jetzt also passieren? Das könnt ihr vergessen, das wird nicht kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil da müsste man das komplette deutsche Recht umkrempeln. Also komplett. Man müsste die Firmen quasi die ÖPNV anbieten, müsste der Staat alle aufkaufen, damit er dann sagen kann, das ist einheitlich. Und dann ist das auch bundeseinheitlich der gleiche Preis. Ja, die Bahn kann also nicht mehr die eigenen Preise machen. Die ganzen Angestellten würden verbeamtet werden oder zumindest Angestellte des öffentlichen Rechts werden. Ja, das ist nicht möglich. Also da braucht man sich erstmal keine Sorgen machen. Was die natürlich machen können, die können nett anfragen bei den verschiedenen Anbietern und sagen, hör mal, könnt ihr das bitte in eure AGBs aufnehmen? Ja, also in die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sprich, wenn ich ein Ticket kaufe bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, dann stimme ich den Regeln zu, die dieses Unternehmen für die Nutzung dieses Fahrzeugs, Vehicles angibt. Wenn jetzt die Deutsche Bahn sagen würde, wir setzen das für unsere Hausrechtsbereiche so um. In unseren Zügen, Bahnen und so weiter darf genau das nicht geführt werden. Dann müssen wir uns daran halten. Dann sind wir aber trotzdem immer noch nicht im öffentlichen Bereich, wo es dann um Ordnungswidrigkeiten und Straftaten geht, sondern wir sind im Privatrecht. Das heißt, was ist das? Ein Vertragsbruch. Im allerhöchsten Maße wäre das maximal also eine Schadensersatzforderung. Ja. Dazu kommt, wenn wir uns im Privatrecht befinden, wer soll es denn kontrollieren? Behörden? Eher unwahrscheinlich, da sowieso eh zu wenig Kapazität ist. Keine Chance. Wir haben also diese Geschichte und die bringt eigentlich gar nichts, weil das ist auch wieder ein Kostenfaktor für die entsprechenden Firmen. Wer muss denn diese Kontrollen durchführen? Das sind private Sicherheitsunternehmen. Wer muss die denn bezahlen? Ja, natürlich der Anbieter der Dienstleistung. In dem Falle der ÖPNV, das ÖPNV-Unternehmen, was dahinter steht. Also was das angeht, ich finde es erschreckend, wie wenig, wirklich wenig Ahnung der Bundesrat vom deutschen Recht hat. Das tut mir in der Seele weh, dass sowas uns regiert. Ja, so, das dazu. Jetzt gucken wir mal, was uns als nächstes betrifft. Also generelle Umgangsverbot für Kampfmesser und Dolche. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil der Verwaltungsaufwand dahinter, wenn man sich den Messermarkt anguckt, ist einfach zu groß. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der Verwaltungsaufwand wäre zu groß. Aber es ist aber egal. Wir gucken uns jetzt mal die Begründung an. Dazu blende ich jetzt hier wieder das Passende ein. Und zwar haben wir hier zu 1, also Regelung des Umgangsverbots mit Sprengmessern. Hier geht es um die
Schreckschuss und so weiter. So, hier, da. Angriffe mit Messern oder mit Waffen werden weiterhin in hoher Zahl verübt. Ja, erheblicher Anstieg von 800 Fällen, 791. Und Angriffe mit dem Tatmittel Messer sind besonders gefährlich und beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Das liegt mitunter an der medialen Berichterstattung. Okay. Angriffe mit Messern, die legal in der Öffentlichkeit zugriffsbereit mitgeführt werden dürfen, führen zu erheblichen Verletzungen und können tödlich enden. Können. Als Beispiel seien hier handelsübliche Küchenmesser genannt, die zum Teil eine Klingenlänge von über 10 cm aufweisen. Die natürlich in der Öffentlichkeit jedes Mal geführt werden. Küchenmesser habe ich immer dabei, weil ich die auch so gut führen kann. Egal. Besonders an Orten, an denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, besteht schon wegen der Vielzahl der dort befindlichen Menschen ein erhöhtes Gefahrenpotenzial von Messerangriffen. So. Das jetzt aufzuführen ist schon irgendwie ein bisschen lächerlich. Weil, und zwar zeige ich euch das jetzt, wenn wir also von vielen Menschen auf engem Raum reden, reden wir logischerweise über das Grundgesetz. Und wenn wir im Grundgesetz sind, gibt es hier im Artikel 8, ich markiere ihn mal, ja, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das heißt, wir sprechen hier bei dem, was Sie ansprechen, bei diesen Personenansammlungen natürlich über diesen Artikel 8, die Versammlungsfreiheit. Und da steht schon ganz klar drin, in unserer Verfassung, also im obersten Gesetz in Deutschland, also, ja, steht drin, ohne Waffen. Das heißt, ich darf generell keine Waffe mitführen. Ja. Also weiß ich nicht, was die Anmerkung an sich soll. Naja, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich weiter gucken, was hier so drin steht und warum das alles so ist, wie es ist. Dabei ist nicht nur die Anzahl der potenziell Gefährdeten wegen der Vielzahl der Menschen besonders hoch, es besteht dort auch eine erhöhte Gefahr von Verletzungen durch massenartiges, unkontrollierbares Verhalten, etwa in Form einer Massenpanik. Natürlich. Zum Thema Panik könnte ich jetzt auch ein bisschen ausholen, sagen, was das ist, wie das psychologisch funktioniert. Lasse ich einfach sein. Wenn ihr wissen wollt, was eine Panik ist, schreibt mal unten in die Kommentare. Ich kann das alles erklären, ist gar kein Problem. Denke aber, hier geht es ja gerade nicht drum. Mit dieser Entschließung wird die Bundesregierung gebeten, zu prüfen, inwieweit durch Änderungen im Waffenrecht diese Gefahren eingedämmt werden können. Kann ich euch sagen? Gar nicht. Also zumindest, was das mit der öffentlichen Veranstaltung geht, weil steht ja schon im Grundgesetz, dass es nicht erlaubt ist. Ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Die mit dem Mit-sich-Führen dieser Gegenstände einhergehen. Hierzu schlägt der Bundesrat drei Maßnahmen vor. Regelung eines generellen Umgangsverbotes für Springmesser. Diese Springmesser unterliegen aktuell dem Führungsverbot. Sprich, sie dürfen eh nicht mitgenommen werden auf eine Versammlung. Wozu also jetzt das Verbot?
Die Attention dahinter, kann ich mir zumindest vorstellen, ist, dass gesagt wird, wenn ich die Dinger nicht kaufen kann, kann ich sie auch nicht mitnehmen. Dazu sei bitte gesagt, wir haben offene Grenzen. Und die Grenzkontrollen sind schon lange nicht mehr so, wie es sein soll. Wenn ich also ein Springmesser irgendwie in Österreich holen kann und das mit nach Deutschland bringen kann, also ich weiß nicht, welcher Straftäter explizit sucht, oh, welches Springmesser kann ich denn heute benutzen? Meiner Ansicht nach totaler Humbug. Tut mir auch wahnsinnig leid, aber ja, gut, letztlich wird es darauf hinauslaufen, dass genau das passieren wird. Weil das ist etwas, das können die. Das können die umsetzen und in dem Falle werden wir dann auch alle enteignet, die so ein Springmesser haben. Und ich komme nachher noch auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Erstmal reden wir weiter. Die bisherige Verbotsaufnahme für Springmesser, deren Klingen seitlich aus seinem Griff herausspringen und bei denen der Griff 8,5 cm lang, bla bla bla, nicht zweiseitig geschliffen. Da auch von diesen Springmessern eine erhebliche Gefahr ausgeht und Angriffe mit dieser Waffe tödlich tödlich endlich können. Enden können. Aber gut, lassen wir das mal daneben sein. Die reden jetzt also davon, dass ein Springmesser kein Messer ist, was laut per Waffengesetz Definition ein gefährliches Werkzeug darstellen würde, sondern die nennen das Messer eine Waffe, was es nicht ist. Und das, auch das finde ich tatsächlich wirklich erschreckend. Ne? Also ich möchte einfach mal aufzeigen, wie dumm diese Regierung einfach gerade ist, ja? Und dass unsere Regierung, unser Bundesrat, alle, die da sitzen, überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Gesetzen haben. Und das tut mir in der Seele weh. Ja. Ausweitung des Führverbots auf Messer mit Feststellenderklinge schon ab 6 cm Klingenlänge. Geregelte Verbot des Führens von Anschlagwaffen mit bestimmten tragbaren Gegenständen erweitert werden, um das Mitführen von gefährlichen Messern weiter einzudämmen, ohne den Waffenbegriff und die damit verbundenen Rechtsfolgen unverhältnismäßig zu auszuweiten. Ja, das wäre tatsächlich eine Maßnahme, die einfach von unserem Gesetzgeber bestimmt werden könnte. Ne, dass sie einfach sagen können, okay, ja, wir, also es ist ebenso wie auch mit den Springmessern, das können die einfach machen, wenn die alle dem Ganzen zustimmen. In 42a Absatz 1 Nummer 3, zweite alternative Waffengesetz, werden bisher nur feststehende Messer mit einer Klingenlänge von über 12 cm erfasst. Angriffe mit feststehenden Messern mit einer Klingenlänge unter 12 cm können jedoch auch tödliche Verletzungen führen. Das Führungsverbot sollte daher bereits für feststehende Messer ab einer Klingenlänge von über 6 cm gelten. Okay. Regelung eines allgemeinen Führungsverbots von Waffen im Sinne des Waffengesetzes ist. An der Stelle nochmal eine ganz, ganz kleine Unterbrechung. Ich werde da jetzt nicht explizit näher drauf eingehen, aber nochmals zu dem Thema Verbot oder Führungsverbot von Waffen im Sinne des Waffengesetzes im ÖPNV-Bereich. Ich habe gerade schon erklärt, dass das grundsätzlich schon überhaupt nicht möglich ist, aufgrund der verschiedenen Rechtsbereiche, das heißt also öffentliches Recht und Privatrecht bzw. Zivilrecht. Deswegen werde ich da nicht weiter drauf eingehen, was ich jetzt sage. Es geht um Waffen im Sinne des Waffengesetzes. Das heißt, es stehen Schusswaffen zur Debatte.
ebenso tragbare Geräte, Hieb- und Stoßwaffen und den Schusswaffen gleichgestellte Geräte. Die finden sich auch alle im Waffengesetz. Und ja, es unterliegen einfach schon viele, 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 wenn nicht sogar, ich glaube sogar alle, dem Führverbot für Privatpersonen. Daher die Forderung einfach unnütz. Das an der Stelle auch nochmal ganz kurz gesagt. In Zügen, Fahrzeugen, öffentlichen Personennahverkehr sowie Einrichtungen, soweit die Waffen nicht in einem verschlossenen Behältnis mitgeführt werden. Ja, hier wird ein Beispiel aufgenannt. Der Messerangriff am 25. Januar 2023 in der Regionalbahn in Borkenstedt hat nochmals deutlich gemacht, dass das Mitführen von zugriffsbereiten Waffen und Messern, hier wird es komischerweise wieder unterschieden, ich finde das immer interessant, weil oben ist das Messer schon eine böse Waffe und die unten müssen wir sagen, Waffe und Messer. Sie müssen sich entscheiden. Ja? Laut Waffengesetz aktuell ist es ein gefährliches Werkzeug. So. Eine hohe Gefahr darstellen im Verkehrs- und des öffentlichen Nahverkehrs, kommen auf engstem Raum viele Menschen zusammen, Fluchtmöglichkeit ist nicht gegeben. Ja. So, das heißt, wir haben hier einen Präzedenzfall, der aufgeführt wird. Daher wird geboten und erachtet, dass das bereits bestehende Führungsverbot im Sinne des Paragraph 1 Absatz 2 Waffengesetz bei Veranstaltungen. Ah, Sie wissen also, dass man keine Waffen auf Veranstaltungen führen darf, was auch schon im Grundgesetz steht. Sie wissen es, steht ja hier. Auf Fahrzeuge, die baulich umschlossene Einrichtungen des ÖPNVs auszudehnen, soweit diese Waffen nicht in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Dazu möchte ich euch mal einmal was zeigen. Und zwar gibt es ein Urteil vom Amtsgericht Kiel. Na, das ist das Messer vor uns zu ZVR, der hat es auf den Punkt gebracht, genau. So. Und zwar sieht man das hier. Ja. Es geht also um den Transport eines Einhandmessers in einem Rucksack. So. Hier, da. Mit dem Bußgeldbescheid des Landeshauptstadt Kiel vom 5. März 2009, das ist auch schon ewig her, ja, ist dem Betroffenen vorgeworfen worden, eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben, da er ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge von über 12 cm bei sich führte in einem Rucksack. So, und hier vom Amtsgericht festgestellt, er ist frei zu sprechen. Weil ein verschlossenes Behältnis ist, wenn sein Inhalt durch ein Schloss oder eine sonstige technische Einrichtung oder auf eine andere Weise durch Festschnüren gegen einen ordnungswidrigen Zugriff von außen besonders gesichert ist. Diese Voraussetzungen waren hier erfüllt. Das Messer befand sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Rucksack. Es konnte grundsätzlich niemand an das Messer gelangen, ohne dass der Betroffene dies bemerkt hätte. Also, wir reden hier von einem Ortsteil, nicht von einem. So, wir reden hier von einem Amtsgericht. Das Amtsgericht hat jetzt keinen Gesetzescharakter, ja? Aber es ist ein Richtwert. Und das macht auch Sinn, und da habe ich auch schon mal Shorts zugemacht, ja, dass es wird von einem Führungsverbot gesprochen. Das heißt, wenn ich im Waffengesetz nachgucke, führen ist, die Waffe ist in wenigen Zügen in Anschlag zu bringen. Es geht also um zugriffsbereit am Körper tragen. Und zugriffsbereit ist nicht, ich muss den Rucksack absetzen, ich muss den Rucksack aufmachen, muss dann das Messer rausnehmen, muss es dann öffnen und dann kann es losgehen. Das ist nicht zugriffsbereit. Ja? Das ist auch nicht in wenigen Zügen. Das wollte ich einfach auch nochmal gesagt haben,
Ja, sehr interessant. Es wird daher geboten, erachtet, dass bereits feststehende ÖPNV, ich habe das gerade schon erklärt, das macht keinen Sinn, weil es ist einfach kein öffentliches Recht, sondern es ist Privatrecht, fertig. Ja, und deswegen macht das komplett, macht es einfach sinnfrei. Und hier steht auch, das finde ich auch super interessant, ein Verbot sämtlicher Messer im ÖPNV scheint unverhältnismäßig, da hier auch Gebrauchsmesser, zum Beispiel Obstmesser, fallen würden. Ja, ich kann natürlich mit einem Obstmesser auch keinen. Naja, egal. So, das ist das, was uns am meisten betrifft hier. Ich glaube, Umgangsverbot für Kampfmesser und Dolche. Es sollen im Abschnitt 1.4... Ach so, nee, das fand ich auch noch interessant. Warte, stopp, ich hab's vergessen. Es, das hier, ja. Es wird daher für geboten erachtet, dass bereits bestehende Führungsverbot von Waffen, des Waffengesetzes, auch, achso, nee, das ist es nicht. Ah, das haben die nicht übernommen. Okay, das war in dem anderen Beschluss. Ja, okay, alles klar. Dann wollen wir hier nochmal drüber reden. Es sollen also Kampfmesser und Dolche oder gleichartige Messer als verbotene Waffen aufgenommen werden. Kampfmesser, Dolche sollen zukünftig nicht mehr frei verkäuflich sein. Von diesen Waffen geht eine erhebliche Gefahr aus. Bei einer feststehenden Klinge mit beidseitigem Schliff, typischer Dolch, welcher das Eindringen in einen Körper erleichtert, sowie Handschutz und rutschfesten Griff, welche das Abschlutzen gegen Stoß gegen einen Körper aufhalten. Und stopp. Jetzt müssen wir genau lesen, das ist ganz wichtig. Also, wir reden von einer... Hier, mit... So, um den Passus müssen wir uns halten. Also, wir gehen von Dolchen und Kampfmessern aus, mit einer feststehenden Klinge, mit beidseitigem Schliff, welcher das Eindringen in einen Körper erleichtert. Das heißt, wir reden also nur von feststehenden Messern mit beidseitiger Klinge. Zusätzlich einen Handschutz und einem rutschfesten Griff. Das ist ein Kampfmesser, laut deren Definition. Versteht ihr, was ich meine? Da steht nicht oder, da ist ein Komma. Und wenn wir jetzt rechtlich das so sehen, kann ein und oder ein oder schon ziemlich krass sein. Denn hier wird gesagt, Kampfmesser, Dolche oder gleichartige Messer als verbotene Waffen aufgenommen werden. Und unten drunter steht jetzt quasi, was die Definition der drei oben genannten ist. Also vom Kampfmesser, Dolch und gleichartige Messer. Und das, was ich hier gerade markiert habe, das ist quasi die Definition dieser drei oben genannten Begriffe. Also mit einer feststehenden Klinge, beidseitig geschliffen, Handschutz und rutschfesten Griff. Und diese vier Bedingungen müssen jetzt erfüllt sein, um entweder ein Kampfmesser zu sein, ein Dolch oder ein gleichartiges Messer zu sein. So wie die das hier geschrieben haben. Da steht also nicht entweder feststehende Klinge mit beidseitigem Schliff oder Messer mit Handschutz oder Messer mit einem rutschfesten Griff. Das steht da nicht. Da steht wirklich, da stehen vier Sachen, die erfüllt sein müssen. Wie sich letztlich der Bundestag dann entscheidet, das aufzunehmen. Aber rechtlich gesehen ist das das, was gerade gefordert ist. Und da fällt nicht so viel drunter, wie jetzt viele denken. Das ist also ein Tanto nicht. Eine Fehlschärfe, immer noch nicht. Und auch Klappdolche, ja, also Flipper, sonst irgendwas,
zählen da nicht runter, weil hier wird ganz klar gesagt, feststehende Klingen. So, das auch nochmal dazu. Ausnahmen sollen für Jäger und Berufsausübung vorgesehen werden. Nachweiserbringung sollte erfolgen. Ja, okay. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was die eigentlich sogar machen müssen. Das Waffenrecht wurde 2002 völlig neu gestaltet. Hier gab es Verständnisprobleme und ja, das soll jetzt anders gestaltet werden. Anstelle des ursprünglichen verständlichen Gesetzes haben sowohl die Waffenbehörden als auch die Polizei heute mit einer komplexen Materie zu kämpfen. Hinzu kommen gerichtliche Entscheidungen und Auslegungen einzelner Regelungen, zum Beispiel das Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen zur Aufbewahrung von Schlüsseln für Waffenschränke, die auch von Fachleuten kaum noch zu überblicken sind. Das ist quasi das Eingeständnis. Wir haben keine Ahnung davon, mach das mal einfacher für uns. Und nicht, mach das mal einfacher für den Bürger. Ja. Also, der Bundesrat hält eine Neufassung und Vereinfachung der waffenrechtlichen Vorschriften dringend geboten und bittet hierzu die Bundesregierung nach Abschluss der aktuellen Gesetzesnovellierung entsprechende Schritte zu unternehmen. So, bis dahin alles irgendwie schon verständlich, warum die das machen wollen. Für mich aber unverständlich, weil keine Ahnung vom deutschen Recht. Es ist wirklich schrecklich, dass unsere Politiker, speziell der Bundesrat, gerade absolut keine Peilung haben, was eigentlich gerade los ist im Waffenrecht und jetzt aber der Meinung sind, sich dazu äußern zu müssen. Es tut mir in der Seele weh, dass solche Menschen, die keine Ahnung vom Recht haben, unser Land regieren. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß, Politik hat hier nichts zu suchen, aber ja, ich möchte einfach auch noch mal kurz aufs Führungsverbot eingehen. Und zwar Waffengesetz angucken, und zwar hier Gesetz im Internet, steht hier was von berechtigtem Interesse. Und dieses berechtigte Interesse war bis zur letzten Waffenrechtsverschärfung, die war glaube ich 2020, kann mich nicht mehr erinnern, ist schon ein paar Jahre her, nicht definiert. Wo die allerdings jetzt angefangen haben, damals Waffenverbotszonen einzurichten, gab es für das berechtigte Interesse eine rechtssichere Definition, eine sogenannte Begriffsbestimmung. So. Hier in Paragraph 3, in Absatz 3 steht dann, liegt insbesondere dann vor, wenn die Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgen, Brauchtumspflege, einem Sport oder einem anderen anerkannten Zweck. Das heißt, hier ist die Definition offen gelassen. Wenn wir jetzt in den Paragraph 42 gucken, ja, haben wir hier unten das hier. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist nämlich die rechtliche Begriffsbestimmung zum berechtigten Interesse. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist eine Ausnahme vom Verbot oder von der Beschränkung in Fällen vorzusehen, in denen das Führen der Waffe oder eines Messers, auch hier Unterschied, ja, ein berechtigtes Interesse vorliegt. Und hier steht, ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vorbei. Und das sind jetzt Sachen, die kommen zusätzlich zu dem, was im 42a steht. Ne? Im 42a steht Berufsausübung, das wird aber hiermit aufgeführt, Sport, Brauchtumspflege, anerkannter Zweck. Hier kommt noch hinzu, Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse. Das ist schon der kleine Waffenschein. Das ist schon ein berechtigtes Interesse. Ne? Anwohnern, Anliegern, Anlieferverkehr. Okay. Gewerbetreibende,
die bei ihren Beschäftigten oder bei ihren Gewerbetreibenden Beauftragten die Messer im Zusammenhang mit der Berufsausübung führen. Führen. Personen, die Messer im Zusammenhang mit der Brauchtumspflege oder der Ausübung eines Sports ausführen, das ist also die Aufnahme, auch hier oben mit den Gewerbetreibenden, für die Berufsausübung und die Brauchtumspflege und auch zum Sport. Das bleibt also gleich. Also quasi ist der 42 im Absatz 6 unter der Nummer 1 im darauf unterliegenden Absatz die komplette Begriffsbestimmung für das berechtigte Interesse, welches im 42a genannt ist. Das heißt, ich warte auf den passenden Präzedenzfall, wo irgendjemand mal verklagt wird oder Einspruch erhebt gegen eine Ordnungswidrigkeit im Führverbot und einen kleinen Waffenschein hat und dann sagt, ja stopp, aber hier haben wir eine Rechtsdefinition. Leider noch nicht passiert, ich warte drauf. Und das ist auch der Grund, warum die quasi eine Neufassung brauchen. Denn wenn das so bleibt, zum aktuellen Zeitpunkt aus meiner rechtlichen Sicht und wenn du Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis bist, hast du ein berechtigtes Interesse und darfst damit diese Dinger führen. Alle, die im Paragraph 42a aufgeführt sind. Und damit haben sie sich damals schon ins eigene Bein geschnitten, diese Änderung. Da komme ich jetzt wieder aufs Hausrecht. Ja, zum Beispiel die Definition des verschlossenen Behältnisses kommt zum Beispiel aus dem besonders schweren Fall des Diebstahls. Da ist die Begriffsbestimmung für das verschlossene Behältnis drin. Das heißt, die Gesetze und die Begriffsbestimmungen der einzelnen Gesetze greifen ineinander übereinander. Das heißt, auch beim Hausrecht haben wir mehrere, habe ich vorhin erklärt, Begriffsbestimmungen oder mehrere Gesetze, die ineinander greifen. Zum Beispiel Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13, Paragraph 123, Hausfriedensbruch und so weiter. Und aus diesen verdammt vielen Gesetzen setzt sich dann das Hausrecht zusammen. Und das wiederum heißt, auch hier wäre das tatsächlich so, dass der Begriff 42, also der Begriff berechtigtes Interesse, Begriffsbestimmung aus dem Paragraph 42, ebenso auch für den Paragraph 42a greift. Sprich, sobald du einen kleinen Waffenschein hast, darfst du eigentlich mitnehmen, was du möchtest. Ja, meine persönliche Rechtsansicht. Hier die Aufforderung, macht euch schlau über eure Waffengesetze in eurem Land und haltet euch an diese Gesetze. Das ist kein Aufruf, nehmt, was weiß ich, für ein Messer mit. Ja, wirklich gar nicht. Ich persönlich, sorry, nein. Aber tatsächlich wäre es so. Meiner Ansicht nach. Ich bin kein Jurist. Schreib aber gerne mal deine Meinung in die Kommentare, ob das denn auch so zutreffen würde. Personen, die eine Waffe oder ein Messer nicht zugriffsbereit von einem Ort zum anderen befördern, nicht zugriffsbereit, ist nicht verschlossenes Behältnis. Merkt, andere Definition. Und Personen, die eine Waffe oder ein Messer in Zustimmung eines Hausrechtsbereiches nach Satz 1 Nummer 2 führen, wenn das Führen dem Zweck des Aufenthalts herrschenden Hausrechtsbereiches dient oder im Zusammenhang damit steht. Also auch hier wird gesagt, wenn das dein Hausrechtsbereich ist, darfst du. Ja, ich hoffe, dieser kleine Exkurs in Sachen Recht hat euch gefallen. Gerne teilt das Video und schreib mir einen Kommentar, wie ist deine Meinung dazu? Ich würde mich freuen, wenn du ein Abo da lässt. Und ja, ansonsten mache ich mich jetzt mal hier an den Schnitt, weil das ist wirklich viel, was da jetzt übereinander kommt. Und wir sehen uns im nächsten Video.